Der Tote heißt Wolfgang Volker, 52. Er ist Professor an der Historischen Fakultät hier an der Uni Leipzig. Er ist nicht verheiratet, hat keine Kinder. Sollen wir ein... Hajo? Hm. Sollen wir ein Team in seine Wohnung schicken? Ich glaube, wir bekommen Besuch. Moment mal, Frau Dr. Gieselmann. Wir haben einen Termin um 11.15 Uhr. Das ist ja immer noch Baustelle. Was macht denn der Kran noch hier? Ich spreche mit dem Bauleiter. Entschuldigung, Augenblick. Hey. Trolschke, Kripo Leipzig. Dr. Gieselmann. Ich kenne Sie. Sie sitzen im Sächsischen Landtag, richtig? Wir haben einen Begehungstermin hier im Denkmal. Wer sind Sie? Schacht, Maximilian Schacht. Ich bin der Referatsleiter an Dr. Gieselmanns Parteizentrale und verantwortlich für die Einhaltung Ihrer Termine. Wir haben einen Besichtigungstermin um 11.15 Uhr. Es ist 11.17 Uhr. Entschuldigen Sie, Herr Schacht. Ja. Wir haben hier auch einen Besichtigungstermin. Wir besichtigen nämlich diesen Mann, der da liegt. Wie Sie unschwer erkennen können, ist er tot. Also seien Sie doch so gut und warten Sie mit Ihrem Besichtigungstermin, bis wir mit unserem Besichtigungstermin fertig sind, ja? Ginge das? Herzlichen Dank. Erlauben Sie mir die Frage, warum besichtigen Sie das Völkerschlachtdenkmal? Ich halte hier eine Rede nächsten Monat. Zu den Feierlichkeiten vom Jubiläum. Ist das nicht Professor Volkert? Kannten Sie ihn? Wir haben uns einmal getroffen bei einer Wahlveranstaltung. Sagen Sie, wie lange wird das dauern, bis die Sauerei hier weg ist? Das dauert so lange, bis die Spurensicherung mit ihrer Arbeit fertig ist und der Körper der Gerichtsmedizin überstellt werden kann. Ich meinte das Graffiti. Ach so. Es tut mir leid. Wir sind mitten im Wahlkampf. Meine Termine sind sehr eng gesteckt. Wenn ich das hier irgendwie beschleunigen kann... Wenn Sie das Opfer schon kennen, vielleicht haben Sie ja eine Idee, wer als Täter in Frage kommen könnte. Ja, irgendwelche Vandalen. Skater, Sprayer, Drogenkonsumenten, linksradikales Pack. Ich an Ihrer Stelle würde mich mit Thorsten Roth unterhalten. Ein Architekt. Ein Experte für Kunst im öffentlichen Raum. Er macht Stimmung gegen mich und meine Politik. Seine Initiative nennt sich Love. Love steht für Leipzig ohne völkischen Einfluss. Völkisch wie rechts? Mhm. Die Nazis, die gerne mal zum Denkmal pilgern? Zum Beispiel. Aber eben auch so Leute wie die Gieselmann hier lang. Haben Sie sich mal deren Parteiprogramm angeguckt? Entschuldigung, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen will. Braune Kacke ist das, die da drin steht. Volkskraft, Vaterland, die Stärke liegt im Gestern. Soll ich Ihnen sagen, wo die wahre Stärke liegt? In der Jugend, in den Familien. Aber ganz bestimmt nicht in so einem Betonklotz. Ach, Betty, das muss heute noch raus, ja? Danke dir. Na, aber das Völki ist doch nun mal ein Wahrzeichen dieser Stadt. Ist doch ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen, für Leipziger genauso. Ach, wie süß. Ein Betonklotz mit einem Kosenamen. Das hier ist ein Wahrzeichen für das Gemetzel von 1813, nichts anderes. Und Sie wollen so einen Abenteuerspielplatz draus machen? Schön mit hier Halfpipe, Kletterturm und Grillwürstchen, Schnickschnack? Ja, warum nicht? Dann ist es endlich wieder ein Ort für die Menschen. Kennen Sie Professor Volkert? Tja, natürlich kennen wir uns. Wir haben uns öfter getroffen auf Veranstaltungen, Seminaren, Stadtplanung, urbane Räume. Volkert war sehr interessiert, vor allem was das Völkerschlachtdenkmal angeht. Können Sie mir jetzt vielleicht... Können Sie mit diesem Graffiti vielleicht was anfangen? Wie, was anfangen? Wer das gesprüht hat. Sie sind doch Experte für Kunst im öffentlichen Raum. Da kennen Sie doch sicher die Sprayer der Stadt. Ach was. Und weil Sie Polizist sind, kennen Sie alle Bösen dieser Stadt? Deshalb bin ich hier. Nein, ich weiß nicht, wer das war. Ich kenne diese Sprayer nicht. Ich beschäftige mich mit deren Kunst und die Auswirkungen auf den öffentlichen Raum. Aber ich habe noch nie mit einem von denen gesprochen. Als er auf dem Boden lag, war er schon tot. Jemand hat ihn gewaltsam gegen die Wand des Denkmals gedrängt. Sieht man hier an den Verletzungen am Hinterkopf und den Druckstellen am Hals. Und ihm dann Farbe in den Rachen gesprüht. Hier die Verletzung im Lippenbereich und die eingerissenen Mundwinkel stammen von einer Sprühflasche. Die Flimmerhärchen der Lunge waren verklebt und die Lungenbläschen verätzt. Aber der Tod ist ziemlich schnell eingetreten, gegen 2 Uhr morgens ungefähr. Volkert wurde mit Sprühfarbe getötet. Mhm. Leider haben wir am Tatort bisher keine verwertbaren Spuren oder Fingerabdrücke finden können. Auch die Durchsuchung seiner Wohnung hat bislang nichts ergeben. Ich denke, es wäre ganz sinnvoll, wenn jemand in der Sprayer-Szene recherchieren könnte, damit... Hajo, hörst du mir zu? Hm? Die Recherchen, wer soll die... Ich mach das.
Jan und ich, wir fahren in das Büro von dem Volkert. Hallo, bin ich hier richtig? Kommt drauf an. Ich komme wegen des kaputten Kopierers. Ach so, ja. Den zeige ich Ihnen. Ist denn hier? Nee, der ist drüben. Heiße Mädels habt ihr aber. Ah, wusstet ihr, dass der Freimaurer war? Was, der? Nein, Bruno Schmitz, der Typ, der das Denkmal gebaut hat. Woher weißt denn du solche schlauen Sachen? Weiß ich halt. Ich meine, da gibt es eine Menge Verbindungen zwischen dem Denkmal und der Freimaurerei. Ja, vor allem natürlich die üblichen Verschwörungstheorien. Also verschlüsselte Botschaften im Mauerwerk, heimliche Sitzungen in den Katakomben, geheime Losungen. Hm? Virtus jungsit, mors non separabit. Was heißt das? Was Tugend vereint hat, wird der Tod nicht trennen. Das ist das Motto der Freimaurer. Ja, und dann natürlich die Symbole. Also Zirkel, Augen der Pyramide, geheime Fußstellung und der Händedruck. Hier. Kennt ihr den Händedruck? Der Griff. Der Griff? Komm her, pass mal auf. So. Und dann wird hier so ein bisschen gekrabbelt. Was denn? So erkennen die Typen sich. Jan, wollen wir nicht langsam mal gehen? Ich warte nur auf dich. Wir sind in der historischen Fakultät. Hoppala. Geklaut. Guten Tag. Trautschke, Kripo Leipzig. Was machen Sie hier? Ich bin studentische Hilfskraft, die Assistentin von Professor Volkert. Eva Richters. Wann haben Sie Professor Volkert das letzte Mal gesehen? Gestern Abend. Um 9 ungefähr. Warum? Wir haben den Professor heute Morgen tot aufgefunden. Und seine Leiche war in ein Graffiti integriert. Und wir müssen davon ausgehen, dass derjenige, der das Graffiti hergestellt hat, mit dem Tod des Professors zu tun hat. Was? Er war doch gestern den ganzen Tag hier. Und nach Feierabend, da wollte er einfach nur nach Hause. Frau Richters, wissen Sie, ob der Professor Kontakt zur Sprüherszene hatte? Frau Richters? Ich glaube, er hat mal einen von denen interviewt, ja, für seine Arbeit. Worüber hat er denn geschrieben in seiner Arbeit? Über das Völkerschlachtdenkmal. Sie sollte pünktlich zum 100. Jubiläum veröffentlicht werden. Die Arbeit ist geklaut. Auf der Rechnung, wo sie drauf war. Wissen Sie, was in dieser Arbeit stand? Das wusste keiner. Gibt es eine Kopie der Arbeit? Es gab nur einen Ausdruck und eine Kopie. Die wurden beide geklaut. Irgendjemand wollte verhindern, dass die Arbeit veröffentlicht wird. Ja, mit allen Mitteln. Wenn es sein muss, mit Mord. Ja, wundert mich gar nicht, dass es Fanatiker gibt, die sie deswegen töten. Das ist ja kein Denkmal, das ist ja ein mit Geschichte aufgeladenes Symbol. Bei allem, was man da im Netz liest. Verschwörungstheorien. Naja, zum Teil basieren die schon auf Tatsachen. Unter dem Denkmal zum Beispiel, da gibt es ein riesiges Netz von unterirdischen Stollen. Jan. Ina? Kowalski hat den Sprayer gefunden. Er hat sich in der Szene umgehört und der Stil des Graffitis lässt sich wohl eindeutig zuordnen. Aha. Ja, ja, klar, bringt die Videoaufzeichnung mit. Wann gebt ihr den Tatort frei? Ja, bis dann. Wann gebt ihr den Tatort frei? Wenn die Spurensicherung fertig ist. Und wann ist die Spurensicherung fertig? Dr. Gieselmann hält im nächsten Monat vor diesem Denkmal eine Rede, die nicht ganz unwichtig für den Wahlkampf ist. Solange das unser Tatort ist, ruhen die Bauarbeiten. Moment. Soll das heißen, Frau Dr. Gieselmann lässt ihre Kontakte zur Staatsanwaltschaft spielen, weil sie ihre Termine nicht verschieben will? Ina, ich bitte dich ganz einfach, deine Ermittlungsarbeit nicht unnötig zu verzögern. Tust du mir den Gefallen? Danke. Kanntest du Professor Volkert? Wen? Professor Volkert. Den Mann, den du getötet hast, als er dich beim Sprühen erwischt hat. Alter, ich hab keinen getötet! Du hast keinen getötet. Hast du was an den Ohren? Ich habe keinen getötet! Der Mann ist an Farbe erstickt, die ihm in den Rachen gesprüht wurde. Und zwar dieselbe Scheißfarbe, mit der du dein Graffiti gesprüht hast. Alter, ich war das nicht! Ziemlich mittelmäßig übrigens. Ich hab mal mit dem Typen gesprochen wegen dem beschissenen Denkmal. Er hat mich dafür bezahlt. Bezahlt?
Ja, bezahlt. Ziemlich gut sogar. 300 dafür, dass ich ihm erkläre, warum ich lieber ans Völkisch sprühe als an irgendeine Mauer. Und wieso machen Sie das? Weil es ein beschissenes Nazi-Denkmal ist, verdammt nochmal. Um 2:30 bin ich weg, die Flaschen habe ich dagelassen. Dagelassen, ja? Ja, ich bin doch nicht bescheuert und lass mich mit Sprühdosen erwischen. Woher wissen Sie so genau, dass es 2:30 war? Ich war noch im Loch. In was für einem Loch? Das ist ein Club, der macht um 2 Uhr zu. Wow. Wir werden das überprüfen. Ja, mach doch. Die Einbrecher sind hier leider nicht drauf. Die sind wo woanders rein. Hier kommt aber jemand raus. Das ist doch Professor Volkert mit seiner Assistentin. So, und jetzt kommt's. Da. Die hat eine Affäre, war ja klar. Moment, da kommt gleich noch was. Ja, das war's jetzt. Kriegt man das Bild noch ein bisschen deutlicher oder kann man das vergrößern oder sowas? Nee, keine Chance. Der Dritte ist nicht zu erkennen. Ich habe dafür aber was anderes herausgefunden. Die Herstellerfirma der Farbe. Und ich habe den Trocknungsgrad untersucht. Die Farbe auf dem Körper ist frischer als der Rest. Zwischen der Entstehung des Graffitis und dem Besprühen des Körpers liegen 30 bis 40 Minuten. Olivia? Maya war zur Tatzeit in der Kneipe. Der Barkeeper hat's gerade bestätigt. Danke. Wir wissen, dass der Professor ein Verhältnis hatte mit seiner Assistentin, Eva Richters. Und wir wissen, dass die uns belogen hat. Fragt sich, wer der Mann ist, mit dem Volkert sich gestritten hat. Eine halbe Stunde vor seinem Tod. Warum haben Sie uns nicht gesagt, dass Sie ein Verhältnis mit Professor Volkert hatten? Ich wusste nicht, dass das wichtig ist. Ach, Sie wussten nicht, dass das wichtig ist? Jan, wer ist der Mann auf diesem Foto? Ich glaube, das ist ein Kollege von Walter, von Herrn Volkert. Kollege. Worum ging es bei dem Streit? Weiß ich nicht. Ich schlage vor, Sie kommen mit aufs Präsidium. Oder warten Sie, wie wir... rufen Sie einfach an, wenn wir noch ein paar Fragen haben. Ich glaube, das wäre das Einfachste. Danke. Siehst du. Walter ist tot. Ja, ich weiß. Was? Wieso weißt du das? Wie kannst du das wissen? Das ist doch erst letzte Nacht passiert. Eva! Was hast du gemacht? Frau Richters? Trautschke, Kripo Leipzig. Mein Kollege Maybach. Meine anderen Kollegen kennen Sie ja schon. Ist das Herr Roth auf dem Video? Worum ging es in dem Streit? Um Eifersucht? Wie gut kennen Sie Frau Richters? Ziemlich gut. Wie ist meine Tochter? Ich habe vor 5 Jahren meine Frau verlassen. Eva war damals 16. Ein Trauma für sie. Ich hatte jemanden kennengelernt. Ich dachte, das ist die große Liebe. Es war es natürlich nicht. Ich wollte zurück zu meiner Familie, aber die wollte mich nicht mehr. Seitdem hasst Eva mich. Warum heißt Ihre Tochter mit Nachnamen Richters und nicht Roth? Sie hat den Mädchennamen ihrer Mutter angenommen, um mir zu zeigen, wie sehr sie mich hasst. In dem Streit mit dem Professor, ging es da um seine Beziehung zu Ihrer Tochter? Natürlich ging es bei dem Streit um seine Beziehung zu meiner Tochter. Professor Volkert ist 37 Jahre älter als Eva. 37 Jahre, Entschuldigung. Wie haben die beiden sich kennengelernt?
Herr Roth. Ich habe Eva die Assistenzstelle bei Volkert besorgt. Ich wollte ihr helfen, einen Gefallen tun. Und dann hat sie sich in Volkert verliebt. Sie hat sich nicht in Volkert verliebt. Sie hat sich dem Kerl an den Hals geschmissen, weil sie genau wusste, dass mich das wahnsinnig macht. Sie will mich provozieren mit allem, was sie tut. Na, vielleicht macht Eva ja auch mal Dinge, die nichts mit ihnen zu tun haben. Sie will mich provozieren. Das ist ihr ja augenscheinlich gelungen. Ja, das ist ihr gelungen. Haben Sie Professor Volkert umgebracht? Nein, das habe ich nicht und ich kenne auch keine Sprayer. Das habe ich Ihrem Kollegen bereits alles erzählt. Wo waren Sie gestern Nacht, nach dem Streit an der Uni? 2:45. Zu Hause. Kann das jemand bezeugen? Nein. Hast du einen neuen Verehrer? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ina hat einen neuen Verehrer. Mhm, schon gesehen. Ich habe mit der Ex-Frauin im Boot telefoniert. Die Frau, für die er seine Familie verlassen hat, war 19 Jahre alt. 17 Jahre jünger als er. Ja. Und? Das heißt und? Der regt sich über seine Tochter auf, weil sie mit einem älteren Mann zusammen ist. Aber er selber ist ja auch nicht anders. Naja, klassischer Narzisst halt. Ja, deswegen traue ich dem gar nicht. Was ist mit dem heute los? Heute? Sag mal, wie sieht's aus? Noch jemand Lust auf ein Feierabendbier? Nee, Lene und ich, wir wollten heute kochen. Und du? Ich gehörte früh ins Bett. Okay. Dankeschön. Bitte sehr. Ich weiß, ich wirke oft überheblich. Zumindest habe ich das schon des Öfteren gehört. Aber glauben Sie mir, das ist keine Überheblichkeit. Das ist Respekt. Respekt vor mir selbst und Respekt vor meinem Gegenüber. Lassen Sie mich Danke sagen. Danke dafür, dass Sie gekommen sind. Ehrlich gesagt hat mich Ihre Einladung ziemlich überrascht. Schließlich kennen wir uns gar nicht. Wir haben uns am Völkerschlachtdenkmal getroffen, gesehen. Einmal, neben einer Leiche. Soll man sich einfach duzen? Lieber nicht, nein. Ich bin hergekommen, weil ich dachte, Sie können mir vielleicht etwas über Thorsten Roth erzählen. Über Thorsten Roth? Naja, Ihre Chefin scheint nicht sehr gut auf ihn zu sprechen zu sein. Und da Sie Ihr persönlicher Referent sind, dachte ich, Sie könnten vielleicht... Ach so. Glauben Sie denn, Thorsten Roth hat den Professor umgebracht? Glauben Sie, dass ich ihn interne aus unserer Ermittlungstätigkeit verrate? Nicht. Nein. Schade. Entschuldigen Sie mich einen Augenblick. Ja, bitte. Dieser Handgriff, mit dem Sie sich da gerade begrüßt haben... Den haben Sie erkannt? Sie sind Freimaurer? Das ist aber nichts Böses oder Gefährliches. Ist auch nichts Unheimliches. Freimaurerei ist keine Sekte. Das hat nichts mit den Illuminaten oder Scientology zu tun. Wir sind freie Menschen, die versuchen, Gutes zu tun, die sich gegenseitig helfen. Ich habe auch schon gehört, Freimaurerei hätte rechte Tendenzen. Nein. Wie steht's denn mit Ihren rechten Tendenzen? Ich bin politisch linksliberal. Und da arbeiten Sie für Ursula Gieselmann? Ich weiß, was Sie jetzt denken. Gieselmann ist ziemlich weit rechts auf dem politischen Spektrum. Aber das heißt nicht, dass ich das auch bin. Sie schreiben Ihre Reden? Das ist das Einzige, was ich wirklich gut kann. Wissen Sie, was ich am liebsten schreiben würde? Lassen Sie mich raten. Ein Kriminalroman? Nein. Ein Liebesroman. Wenn Sie mir sagen, dass es Frauen gibt, bei denen das funktioniert, da springe ich aus dem Fenster. Wir sind im Erdgeschoss. Ich bin übrigens Ina. Maximilian.
Herr Roth, ich frage mich, was Sie an meinem Tatort machen um diese Zeit. An Ihrem Tatort? An meinem Tatort. Das ist nicht Ihr Tatort. Das hier ist ein öffentlicher Platz. Das Völkerschlachtdenkmal, das gehört den Menschen, somit auch mir. Wir haben Ihr Alibi überprüft. Sie waren tatsächlich gestern Nacht zu Hause. Habe ich doch gesagt. Wenn Sie irgendwas über den Tod von Professor Folgers wissen, dann müssen Sie uns das sagen. Herr Roth... Love steht eigentlich für Liebe. Love, meine Kampagne, das bunte Denkmal. Klar, Leipzig ohne völkischen Einfluss, das passt auch, das ist gut für die Presse, aber... Eigentlich hatte ich die Idee wegen Maya. Maya? Wir haben uns hier kennengelernt. Ach, und wegen ihr haben sie ihre Familie verlassen. Aber dann ist sie von ihnen weggegangen und nicht umgekehrt. Sie ist Künstlerin, ich bin Stadtplaner. Ich arbeite im öffentlichen Raum, da, wo sie sich entfaltet. Aber sie sind 17 Jahre älter. Ja. Und? Ich liebe sie immer noch nach all den Jahren. Verrückt, oder? Aber ich kann Sie beruhigen. Maya ist unschuldig. Wir haben mit ihr gesprochen. Wissen Sie, was in dem Manuskript stand, was der Professor veröffentlichen wollte? Leider nein. Aber ich kenne jemanden, der ziemlich sauer ist. Ich weiß nicht, ob das was mit seinem Tod zu tun hat, aber... Schauen Sie mal. Und die Presse? Hier rechts. Ändern Sie das. Die Kameras müssen mittig platziert werden. Erzengel im Hintergrund. Frau Dr. Gieselmann, hier sind zwei Herrschaften von der Polizei. Frau Gieselmann, guten Tag. Dr. Gieselmann, im Moment passt es eigentlich nicht. Es geht auch ganz schnell. Es geht um eine E-Mail an Herrn Roth. Sehr geehrter Herr Roth, bla bla bla. Werden Sie die Konsequenzen Ihres Handelns unweigerlich und mit voller Wucht zu spüren bekommen? Ich weiß, was ich geschrieben habe, Herr... Oberkommissar Kowalski. Und ich stelle hier die Fragen. Wieso haben Sie Herrn Roth gedroht? Hier hat niemand gedroht. Entschuldigung, wir unterhalten uns gerade mit Ihrer Chefin. Das ist Wahlkampfrhetorik. Manchmal muss man die Samthandschuhe ausziehen. Das ist gang und gäbe auch bei der Gegenseite. Gegenseite? Thorsten Roth ist in der Stadtplanung und nicht in der Politik. Das Völkerschlachtdenkmal und sein historischer Kontext sind doch ganz maßgebliche Bestandteile Ihres Wahlkampfes, richtig? Das heißt, Sie sind auf dieses Denkmal angewiesen. Und Professor Folkert wollte ihm den Denkmalstatus entziehen. Verrotten lassen wollte er es. Was ist denn das für ein Umgang mit der eigenen Geschichte? Ja. Der forensische Bericht von der Rossi. Danke. Ajo, ich merke ja, dass du ein Problem hast mit dem Fall. Ich habe kein Problem. Okay. Ich war damals 5 oder 6 Jahre alt. Da habe ich mich verlaufen in dem Ding. Und in den Katakomben unten, da waren Männer im schwarzen Umhängen. Und so kurze, weiße Schürzen. Und einer hatte einen Strick um den Hals. Und was ist da passiert? Ich muss mich um den Bericht kümmern. Du bist da wahrscheinlich in ein Ritual der Freimaurer reingeraten. Was? Jan. Wenn noch was ist, rufe ich dich. Das Volk kommt zum Denkmal, um es zu besichtigen, um in sich zu gehen, um über die Zukunft dieses, unseres Landes nachzudenken. Denn das ist der Zweck eines Denkmals. Das Wort hat seinen Ursprung in Denkmal.
Das ist ein Wort der Reflexion. Das sagen die Nazis auch. Die wollen ja auch mal gerne ihre Aufmärsche abhalten. Das ist schön mit Fackeln und so. Kowalski. Aber dagegen haben Sie ja nichts, oder? Ich empfehle Ihnen, Herr Kowalski, sich gut zu überlegen, was Sie hier implizieren. Ich stehe für ein starkes Deutschland in einem starken Europa. Deutschland muss die Führerrolle in dieser Staatengemeinschaft übernehmen. Das ist im Übrigen eine Rolle, die uns von den Mitgliedstaaten angetragen wird. Führerrolle, der ist leider gut. Sie haben gerade Führerrolle gesagt. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, dann machen Sie bitte einen Termin. Frau Dr. Gieselmann ist sehr beschäftigt, wie Sie sehen. Ja, das machen wir gerne. Wiedersehen. Schöne Rede. Ja, aber du kannst sie doch nicht so angehen. Ich bin dir nicht angegangen. Ich habe gesagt, Kowalski, es ist doch völlig. Eine gewählte Volksvertreterin als Nazi zu bezichtigen, ist Grund genug für eine Dienstaufsichtsbeschwerde. Und wie Sie wissen, kann ich dafür sorgen, dass Sie eine bekommen. Siehst du? Ganz groß. Alex. Ina, ich bin auf meine Beziehungen in die Politik angewiesen. Muss ich dir jetzt wirklich sagen, dass ich Gieselmanns Ansichten nicht teile? Aber es gibt Regeln. Regeln? Ja, Regeln. Und an die müssen wir uns halten. Maximilian, hier ist Ina Zimmermann. Fünf Minuten zu spät. Entschuldigung. Kein Problem. Danke. Danke. Hat dich mein Anruf überrascht? Du siehst bezaubernd aus. Danke. Weißt du, wie sich Überraschung definiert? Überraschung ist das Erleben unvorhergesehener Ereignisse, Gefühle oder Situationen, unvorbereiteter Worte oder Geschenke. Und das Ganze ein bisschen wissenschaftlicher, Wechsel der Erwartung aufgrund des Eintreffens neuer Daten. Mhm. Tja, neue Daten kann ich dir leider nicht anbieten. Aber vielleicht ein Cappuccino? Espresso. Entschuldige. Macht nichts. Sag mal, wann warst du das letzte Mal in der Oper? Ich war noch nie in der Oper. Ist ja Wahnsinn. Der Schacht hat ja alles gewusst. Telefonate, Termine, Meetings, Gesprächsnotizen, einfach alles. Die Stasi hat ihre helle Freude daran gehabt. Geh mal in den Kalender. Die Tage vor dem Mord. Okay. Hier? Mhm. So. Stopp. Ein Stück zurück. Zurück, zurück, zurück. Da. Überweisung E.R. Eine Kontonummer und eine PIN. Und was ist das für eine Bankleitzahl? Warte mal. Kufa Bank. Dafür brauchen wir eine richterliche Anordnung. Ja, die kriegen wir nur über Binz. Der weiß doch hiervon gar nichts. Wir checken das Konto.
Was ist das für eine Überweisung? Und wer ist E.R.? Okay. Eva Richters? Sie haben letzte Woche Geld von Frau Gieselmann bekommen. 20.000 Euro. Wofür war das? Was? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Aber wir wissen. Das ist Frau Gieselmanns Privatkonto. Das Empfängerkonto lautet auf Ihren Namen. Also wir können das gerne überprüfen. Ich habe das doch alles nicht ernst genommen am Anfang. Ich dachte, das wäre einer von diesen Wissenschaftlern. Langsam. Was haben Sie nicht ernst genommen? Was ist da passiert? Jemand hat mich angerufen. Ein Mann. Er wollte Walters Manuskript. Über das Völkerschlachtdenkmal. Von dem keiner weiß, was drinsteht. Ja. Er hat mir Geld geboten. 20.000. Dafür, dass ich einen USB-Stick mit der Datei in einen offenen Wagen auf dem Parkplatz lege und danach die Datei auf dem Computer lösche. Das konnte ich Walter nicht antun. Das war doch sein Heiligtum. Aber ich wollte das Geld zurückgeben. Wirklich. Deshalb der Einbruch. Dauert das noch lang? Er kommt drauf an. Ah, wer sagt's denn? Da ist er ja, der Schlingel. Der böse Erdungskontakt an der Papierwalze. Faszinierend. Kopierer sind sensibel. Die muss man sehr behutsam berühren. Früher waren Kopierer eine Art Sofortbildkamera. Dokumente wurden abfotografiert und dann hat das Gerät die Kopie ausgespuckt. Fertig. Wenn man zwei Kopien haben wollte, dann musste die Maschine zwei Fotos machen. Heute ist im Inneren ein hochwertiger Präzisionsscanner am Werk. Der scannt das Originaldokument und speichert es auf der Festplatte als Bilddatei ab, die beliebig oft ausgedruckt werden kann. Und wie lange bleiben die Daten da drauf? Auf der Platte? Mhm. Na, bis sie voll ist. Danke. Das dauert eine Weile. Das ist die Arbeit von Professor Volker, die noch auf der Festplatte vom Drucker gespeichert war. Okay, Lesestunde. Jeder 160 Seiten. Wir suchen ein Mordmotiv. Was steht da drin, dass Dr. Gieselmann unbedingt vor der Öffentlichkeit geheim halten wollte? Ich hab's. Aber. Frau Gieselmann, wir sind's nochmal. Entschuldigung? In seiner Abhandlung über das Völkerschlachtdenkmal überführt Professor Volkert Sie des geistigen Diebstahls. Er hat festgestellt, dass es in Ihrer Dissertation zum Thema Europapolitik vor Plagiaten nur so wimmelt. Und jetzt ist der Mann tot. Ermordet. Wenn diese Information an die Öffentlichkeit gelang, dann wäre das Ende Ihrer politischen Karriere. Nicht wahr, Frau Doktor? Das ist ein sehr gutes Mordmotiv, finden Sie nicht? Ich hatte keine Ahnung, dass Professor Volkert davon wusste. Ich habe nichts mit seinem Tod zu tun. Tatsächlich? Ja. Tatsächlich. Aber Sie haben Eva Richters Geld gegeben, damit sie das Manuskript besorgen kann. Und weil sie das nicht getan hat, haben Sie sich selbst um die Sache gekümmert. Was habe ich? Ich bitte Sie, wir haben einen Nachweis, dass das Geld von Ihrem Konto gezahlt wurde. Aber ich verwalte mein Konto gar nicht selbst. Wer verwaltet es denn? Schacht. Herrschaft!
Outlet? Umdrehen. Ich bin unbewaffnet. Umdrehen und die Hände aufs Dach. Hände aufs Dach. Okay. Lass die Waffe fallen! Stehen bleiben! Sie soll die Waffe fallen lassen! Stehen bleiben! Genau da! Was die Tugend vereint hat, wird der Tod nicht trennen. Sind Freimaurer? Waffe runter! Waffe runter! Ich habe mein Leben lang nach dem Kodex gelebt. Wirklich? Was Sie jetzt tun, ist nicht sehr tugendhaft. Du wolltest deine Chefin schützen, richtig? Volkert hat angerufen, hat mir Fragen gestellt. Was weiß ich über die Plagiate in der Doktorarbeit meiner Chefin? Ich habe ihn gebeten, das zu vergessen. Ich habe ihm Geld geboten, aber das wollte er nicht. Also habe ich mich bei seiner Assistentin gemeldet. Was ist in der Tat noch passiert? Ich wollte mich treffen, unter einem Vorwand mit ihm treffen. Und als ich hier ankam, war diese Graffitis da. Und diese Farbdosen lagen rum. Wer kann das wollen, dass das hier verfällt? Ein Denkmal, das daran erinnert, was wichtig war in Europa. Und was immer wichtig sein wird. Immer. Frau Dr. Gieselmann wollte Deutschland verändern. Wir wollten Deutschland verändern. Du wärst zusammen mit ihr untergegangen und das wolltest du auf jeden Fall verhindern. Ein Plagiatsvorwurf ist der Todesstoß für jede politische Karriere. Thank you.
Der Tote heißt Wolfgang Volker, 52. Er ist Professor an der Historischen Fakultät hier an der Uni Leipzig. Er ist nicht verheiratet, hat keine Kinder. Sollen wir ein... Hajo? Hm. Sollen wir ein Team in seine Wohnung schicken? Ich glaube, wir bekommen Besuch. Moment mal, Frau Dr. Gieselmann. Wir haben einen Termin um 11.15 Uhr. Ist ja immer noch Baustelle. Was macht denn der Kran noch hier? Ich spreche mit dem Bauleiter. Entschuldigung, Augenblick. Hey. Troitschke, Kripo Leipzig. Dr. Gieselmann. Ich kenne Sie. Sie sitzen im Sächsischen Landtag, richtig? Wir haben einen Begehungstermin hier am Denkmal. Wer sind Sie? Schacht, Maximilian Schacht. Ich bin der Referatsleiter an Dr. Gieselmanns Parteizentrale und verantwortlich für die Einhaltung Ihrer Termine. Wir haben einen Besichtigungstermin um 11.15 Uhr. Es ist 11.17 Uhr. Entschuldigen Sie, Herr Schacht. Ja. Wir haben hier auch einen Besichtigungstermin. Wir besichtigen nämlich diesen Mann, der da liegt. Wie Sie unschwer erkennen können, ist er tot. Also seien Sie doch so gut und warten Sie mit Ihrem Besichtigungstermin, bis wir mit unserem Besichtigungstermin fertig sind, ja? Ginge das? Herzlichen Dank. Erlauben Sie mir die Frage, warum besichtigen Sie das Völkerschlachtdenkmal? Ich halte hier eine Rede nächsten Monat. Zu den Feierlichkeiten vom Jubiläum. Ist das nicht Professor Volkert? Kannten Sie ihn? Wir haben uns einmal getroffen bei einer Wahlveranstaltung. Sagen Sie, wie lange wird das dauern, bis die Sauerei hier weg ist? Das dauert so lange, bis die Spurensicherung mit ihrer Arbeit fertig ist und der Körper der Gerichtsmedizin überstellt werden kann. Ich meinte das Graffiti. Ach so. Es tut mir leid. Wir sind mitten im Wahlkampf. Meine Termine sind sehr eng gesteckt. Wenn ich das hier irgendwie beschleunigen kann... Wenn Sie das Opfer schon kennen, vielleicht haben Sie ja eine Idee, wer als Täter in Frage kommen könnte. Ja, irgendwelche Vandalen. Skater, Sprayer, Drogenkonsumenten, linksradikales Pack. Ich an Ihrer Stelle würde mich mit Thorsten Roth unterhalten. Ein Architekt. Ein Experte für Kunst im öffentlichen Raum. Er macht Stimmung gegen mich und meine Politik. Seine Initiative nennt sich Love. Love steht für Leipzig ohne völkischen Einfluss. Völkisch wie rechts? Mhm. Die Nazis, die gern mal zum Denkmal pilgern? Zum Beispiel. Aber eben auch so Leute wie die Gieselmann hier lang. Haben Sie sich mal deren Parteiprogramm angeguckt? Entschuldigung, ich kann gar nicht so viel fressen, wie ich kotzen will. Braune Kacke ist das, die da drin steht. Volkskraft, Vaterland, die Stärke liegt im Gestern. Soll ich Ihnen sagen, wo die wahre Stärke liegt? In der Jugend, in den Familien. Aber ganz bestimmt nicht in so einem Betonklotz. Ach, Betty, das muss heute noch raus, ja? Danke dir. Na, aber das Völki ist doch nun mal ein Wahrzeichen dieser Stadt. Ist doch ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen, für Leipziger Ach, genauso. Wie süß. Ein Betonklotz mit einem Kosenamen. Das hier ist ein Wahrzeichen für das Gemetzel von 1813, nichts anderes. Und Sie wollen so einen Abenteuerspielplatz draus machen? Schön mit hier Halfpipe, Kletterturm und Grillwürstchen, Schnickschnack? Ja, warum nicht? Dann ist es endlich wieder ein Ort für die Menschen. Kennen Sie Professor Volkert? Tja, natürlich kennen wir uns. Wir haben uns öfter getroffen auf Veranstaltungen, Seminaren, Stadtplanung, urbane Räume. Volkert war sehr interessiert, vor allem was das Völkerschlachtdenkmal angeht. Können Sie mir jetzt vielleicht... Können Sie mit diesem Graffiti vielleicht was anfangen? Wie, was anfangen? Wer das gesprüht hat. Sie sind doch Experte für Kunst im öffentlichen Raum. Da kennen Sie doch sicher die Sprayer der Stadt. Ach was. Und weil Sie Polizist sind, kennen Sie alle Bösen dieser Stadt? Deshalb bin ich hier. Nein, ich weiß nicht, wer das war. Ich kenne diese Sprayer nicht. Ich beschäftige mich mit deren Kunst und die Auswirkungen auf den öffentlichen Raum. Aber ich habe noch nie mit einem von denen gesprochen. Als er auf dem Boden lag, war er schon tot. Jemand hat ihn gewaltsam gegen die Wand des Denkmals gedrängt. Sieht man hier an den Verletzungen am Hinterkopf und den Druckstellen am Hals. Und ihm dann Farbe in den Rachen gesprüht. Hier die Verletzung im Lippenbereich und die eingerissenen Mundwinkel stammen von einer Sprühflasche. Die Flimmerhärchen der Lunge waren verklebt und die Lungenbläschen verätzt. Aber der Tod ist ziemlich schnell eingetreten, gegen 2 Uhr morgens ungefähr. Volkert wurde mit Sprühfarbe getötet. Mhm. Leider haben wir am Tatort bisher keine verwertbaren Spuren oder Fingerabdrücke finden können. Auch die Durchsuchung seiner Wohnung hat bislang nichts ergeben. Ich denke, es wäre ganz sinnvoll, wenn jemand in der Sprayer-Szene recherchieren könnte, damit... Hajo, hörst du mir zu? Hm? Die Recherchen, wer soll die
Ich mach das. Jan und ich, wir fahren in das Büro von dem Volkert. Ist gut. Hallo, bin ich hier richtig? Kommt drauf an. Ich komme wegen des kaputten Kopierers. Ach so, ja. Den zeige ich Ihnen. Ist denn hier? Nee, der ist drüben. Heiße Mädels habt ihr aber. Ah, wusstet ihr, dass der Freimaurer war? Was, der? Nein, Bruno Schmitz, der Typ, der das Denkmal gebaut hat. Woher weißt denn du solche schlauen Sachen? Weiß ich halt. Ich meine, da gibt es ja eine Menge Verbindungen zwischen dem Denkmal und der Freimaurerei. Ja, vor allem natürlich die üblichen Verschwörungstheorien. Also verschlüsselte Botschaften im Mauerwerk, heimliche Sitzungen in den Katakomben, geheime Losungen. Hm? Virtus jungsit, mors non separabit. Was heißt das? Was Tugend vereint hat, wird der Tod nicht trennen. Das ist das Motto der Freimaurer. Ja, und dann natürlich die Symbole. Also Zirkel, Augen der Pyramide, geheime Fußstellung und der Händedruck. Hier. Kennt ihr den Händedruck? Der Griff. Der Griff? Komm her, pass mal auf. So. Und dann wird hier so ein bisschen gekrabbelt. Was denn? So erkennen die Typen sich. Jan, wollen wir nicht langsam mal gehen? Ich warte nur auf dich. Wir sind in der historischen Fakultät. Hoppala. Geklaut. Guten Tag. Trautschke, Kripo Leipzig. Was machen Sie hier? Ich bin studentische Hilfskraft, die Assistentin von Professor Volkert. Eva Richters. Wann haben Sie Professor Volkert das letzte Mal gesehen? Gestern Abend. Um 9 ungefähr. Warum? Wir haben den Professor heute Morgen tot aufgefunden. Und seine Leiche war in ein Graffiti integriert. Und wir müssen davon ausgehen, dass derjenige, der das Graffiti hergestellt hat, mit dem Tod des Professors zu tun hat. Was? Er war doch gestern den ganzen Tag hier. Und nach Feierabend, da wollte er einfach nur nach Hause. Frau Richters, wissen Sie, ob der Professor Kontakt zur Sprüherszene hatte? Frau Richters? Ich glaube, er hat mal einen von denen interviewt, ja, für seine Arbeit. Worüber hat er denn geschrieben in seiner Arbeit? Über das Völkerschlachtdenkmal. Sie sollte pünktlich zum 100. Jubiläum veröffentlicht werden. Die Arbeit ist geklaut. Auf der Rechnung, wo sie drauf war. Wissen Sie, was in dieser Arbeit stand? Das wusste keiner. Gibt es denn eine Kopie der Arbeit? Es gab nur einen Ausdruck und eine Kopie. Die wurden beide geklaut. Irgendjemand wollte verhindern, dass die Arbeit veröffentlicht wird. Ja, mit allen Mitteln. Wenn es sein muss, mit Mord. Ja, wundert mich gar nicht, dass es Fanatiker gibt, die sie deswegen töten. Das ist ja kein Denkmal, das ist ja ein mit Geschichte aufgeladenes Symbol. Vor allem, was man da im Netz liest. Verschwörungstheorien. Naja, zum Teil basieren die schon auf Tatsachen. Unter dem Denkmal zum Beispiel, da gibt es ein riesiges Netz von unterirdischen Stollen. Jan. Ina? Kowalski hat den Sprayer gefunden. Er hat sich in der Szene umgehört und der Stil des Graffitis lässt sich wohl eindeutig zuordnen. Aha. Ja, ja, klar, bringt die Videoaufzeichnung mit. Wann gebt ihr den Tatort frei? Ja, bis dann. Wann gebt ihr den Tatort frei? Wenn die Spurensicherung fertig ist. Und wann ist die Spurensicherung fertig? Dr. Gieselmann hält im nächsten Monat vor diesem Denkmal eine Rede, die nicht ganz unwichtig für den Wahlkampf ist. Solange das unser Tatort ist, ruhen die Bauarbeiten. Moment. Soll das heißen, Frau Dr. Gieselmann lässt ihre Kontakte zur Staatsanwaltschaft spielen, weil sie ihre Termine nicht verschieben will? Ina, ich bitte dich ganz einfach, deine Ermittlungsarbeit nicht unnötig zu verzögern. Tust du mir den Gefallen? Danke. Kanntest du Professor Volkert? Wen? Professor Volkert. Den Mann, den du getötet hast, als er dich beim Sprühen erwischt hat. Alter, ich hab keinen getötet! Du hast keinen getötet. Hast du was an den Ohren? Ich habe keinen getötet! Der Mann ist an Farbe erstickt, die ihm in den Rachen gesprüht wurde. Und zwar dieselbe Scheißfarbe, mit der du dein Graffiti gesprüht hast. Alter, ich war das nicht! Ziemlich mittelmäßig übrigens. Ich hab mal mit dem Typen gesprochen wegen dem beschissenen Denkmal. Er hat mich dafür bezahlt. Bezahlt?
Ja, bezahlt. Ziemlich gut sogar. 300 dafür, dass ich ihm erkläre, warum ich lieber ans Völkisch sprühe als an irgendeine Mauer. Und wieso machen Sie das? Weil es ein beschissenes Nazi-Denkmal ist, verdammt nochmal. Um 2:30 bin ich weg, die Flaschen habe ich dagelassen. Dagelassen, ja? Ja, ich bin doch nicht bescheuert und lass mich mit Sprühdosen erwischen. Woher wissen Sie so genau, dass es 2:30 war? Ich war noch im Loch. In was für einem Loch? Das ist ein Club, der macht 2 Uhr zu. Wow. Wir werden das überprüfen. Ja, mach doch. Die Einbrecher sind hier leider nicht drauf. Die sind wohl woanders rein. Hier kommt aber jemand raus. Das ist doch Professor Volkert mit seiner Assistentin. So, und jetzt kommt's. Da. Die hat eine Affäre, war ja klar. Moment, da kommt gleich noch was. Ja, das war's jetzt. Kriegen wir das Bild noch ein bisschen deutlicher oder kann man das vergrößern oder sowas? Nee, keine Chance. Der Dritte ist nicht zu erkennen. Ich habe dafür aber was anderes herausgefunden. Die Herstellerfirma der Farbe. Und ich habe den Trocknungsgrad untersucht. Die Farbe auf dem Körper ist frischer als der Rest. Zwischen der Entstehung des Graffitis und dem Besprühen des Körpers liegen 30 bis 40 Minuten. Olivia? Meyer war zur Tatzeit in der Kneipe. Der Barkeeper hat es gerade bestätigt. Danke. Wir wissen, dass der Professor ein Verhältnis hatte mit seiner Assistentin, Eva Richters. Und wir wissen, dass die uns belogen hat. Fragt sich, wer der Mann ist, mit dem Volkert sich gestritten hat. Eine halbe Stunde vor seinem Tod. Warum haben Sie uns nicht gesagt, dass Sie ein Verhältnis mit Professor Volkert hatten? Ich wusste nicht, dass das wichtig ist. Ach, Sie wussten nicht, dass das wichtig ist? Jan, wer ist der Mann auf diesem Foto? Ich glaube, das ist ein Kollege von Walter, von Herrn Volkert. Kollege. Worum ging es bei dem Streit? Weiß ich nicht. Ich schlage vor, Sie kommen mit aufs Präsidium. Oder warten Sie, wie wir... rufen Sie einfach an, wenn wir noch ein paar Fragen haben. Ich glaube, das wäre das Einfachste. Danke. Siehst du. Walter ist tot. Ja, ich weiß. Was? Wieso weißt du das? Wie kannst du das wissen? Das ist doch erst letzte Nacht passiert. Eva! Was hast du gemacht? Brauche ich das? Trautschke, Kripo Leipzig. Mein Kollege Maybach. Meine anderen Kollegen kennen Sie ja schon. Ist das Herr Roth auf dem Video? Worum ging es in dem Streit? Um Eifersucht? Wie gut kennen Sie Frau Richters? Ziemlich gut. Wie ist meine Tochter? Ich habe vor 5 Jahren meine Frau verlassen. Eva war damals 16. Ein Trauma für sie. Ich hatte jemanden kennengelernt. Ich dachte, das ist die große Liebe. Es war es natürlich nicht. Ich wollte zurück zu meiner Familie, aber die wollte mich nicht mehr. Seitdem hasst Eva mich. Warum heißt Ihre Tochter mit Nachnamen Richters und nicht Roth? Sie hat den Mädchennamen ihrer Mutter angenommen, um mir zu zeigen, wie sehr sie mich hasst. In dem Streit mit dem Professor, ging es da um seine Beziehung zu Ihrer Tochter? Natürlich ging es bei dem Streit um seine Beziehung zu meiner Tochter. Professor Volkert ist 37 Jahre älter als Eva. 37 Jahre, Entschuldigung. Wie haben die beiden sich kennengelernt?
Herr Roth. Ich habe Eva die Assistenzstelle bei Volkert besorgt. Ich wollte ihr helfen, einen Gefallen tun. Und dann hat sie sich in Volkert verliebt. Sie hat sich nicht in Volkert verliebt, sie hat sich dem Kerl an den Hals geschmissen, weil sie genau wusste, dass mich das wahnsinnig macht. Sie will mich provozieren mit allem, was sie tut. Na, vielleicht macht Eva ja auch mal Dinge, die nichts mit ihnen zu tun haben. Sie will mich provozieren. Das ist ihr ja augenscheinlich gelungen. Ja, das ist ihr gelungen. Haben Sie Professor Volkert umgebracht? Nein, das habe ich nicht und ich kenne auch keine Sprayer. Das habe ich Ihrem Kollegen bereits alles erzählt. Wo waren Sie gestern Nacht, nach dem Streit an der Uni? 2:45. Zu Hause. Kann das jemand bezeugen? Nein. Hast du einen neuen Verehrer? Was sind